Das wäre was, aber ich freue mich über jeden Einzelnen, will ich mal betonen. Ich meine das völlig ernst, ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, nee, Aber komm 500 will runter. ich nicht. Komm runter. Pada, das ist eine Aufforderung, die kannst du dir sparen. So, jetzt machen wir euch das hier mal an und dann starten wir durch mit Brothers. Und ich bin gespannt, wie das Spiel weitergeht, so, weil tatsächlich hat es ja sich von Anfang bis Mitte doch nochmal gewandelt. Und ob ich am Ende jetzt einfach nur die Wurzel zu dem Papa bringe und dann ist die Sache erledigt. Ich bin gespannt, was das Spiel noch für uns bereithält. Du auch. Klar, aber ich habe den falschen Controller, glaube ich. Hatte den ganz anderen, oder? Das werden wir jetzt sehen, ne? Weiß Oder ich ist das gerade gar nicht. egal? Guck mal, ich habe immer noch nicht geupdatet. Ich glaube, es ist nicht egal, weil einer ist immer der Kleine halt, ne? Du bist, glaube ich, der Hauptcontroller. Kann das sein? Jetzt bin ich der Kleine, wir müssen wieder wechseln. Franzi ist nämlich der kleine Frecher, also wir müssen da oben gucken. Ah, so, Ausrufezeichen Franzi. Wenn ihr Franzis Kanal noch nicht kennt, wenn ihr näher ran war, Quatsch, wenn ihr Franzis Kanal noch nicht kennt, du kannst nicht näher zu mir, ne? Du bist so außerhalb des Bildes so ein bisschen. Ich bin. Oh. Aua, ich werde hier auch noch geschlafen. Du kannst nicht näher ran. Warum nicht? Weil ich einfach klein Ja, bin. das ist möglich. Ein bisschen möglich. So, So, die hört Ische ist im ihr? T-Shirt. Lass mal beeilen, die friert. Die friert. Ich mache kurz ein bisschen lauter, glaube ich. Ach so, hier kamen wir nicht weiter, oder? Also, Nee, wir waren hier hier haben wir gerade. gerade einen Speicherpunkt gehabt. Genau, ich rede mal mit ihr. Mal gucken, was passiert. Ich konnte zum Beispiel nicht mit ihr reden. Anna, Madu Yati. Oh, hast du das gesehen? Nee, was war das? Anna, Madu Yati. Ah, oh. Oh, Falle hat gleich Ausrufezeichen Franzi ausprobiert. Guck mal, hier haben wir einen Haufen Angreifer mit Katapult und Rambock und allem und die wurden irgendwann eingefroren plötzlich. Ja, vor allem alle hier voll im Kampf und dann konnten sie nicht mehr Oh, kämpfen. wir können schieben. Oh, das ist gut. Sag mal, was muss ich denn drücken? Stehen bleiben und die Taste drücken. Oh, die Eiskulpturen, die ganzen Angreifer werden jetzt gerade gewalt. Meinst du nicht, das waren mal echte Menschen? Das glaube ich schon, doch. Menschen und Okay. Trolle. Ich hätte irgendwie gedacht, dass wir. Otter! Otter? Hat sie einen Ein Otter Otter. gesehen? Ah, da ist ein Hebel, guck mal. Oh, Otter. Raba, mach mal Raba. Also wer Franzi eben noch nicht gefollowt hat Alle in steht irgendeiner drauf, Form. ich glaube das auch. Oh. Jetzt kannst du da rein, oder wie? Manuel. Oh, die Tussi. Die. Alter, die ist mutig. Jetzt ich, jetzt ich. Geil. Na dann, ab in die gute Stube. Was alles steht Kopf. Boah, Falla, was ist mit dir los? Du gönnst auch gar nicht, ne? Viel Spaß. Tschö. Oh, das war ein Easy-Sprung. Wer hält das für. Ja, gut, wir sind in der Fantasy-Welt, ne? Also jetzt könnt ihr kurbeln und dann kann ich gemütlichst über die Brücke gehen. Ich habe die geilste Rolle hier in dem Spiel. Du hast es Ich bin der gut. Magger. Alles steht Kopf. Gilt das für uns beide, Faller? Nee, ne? Ist keine Nur für dich. Partner-Stream-Kanalpunktzahl. Du darfst jetzt aussuchen, glaube ich, wer das macht. Alles steht Kopf heißt, Controller einmal vermehrt. Ne? Oh, was ist Oh, das denn? War laut. Eisbär? das wird ein Troll sein, vermute ich. Oh, der ist unsichtbar. Falla, kann ich das gleich machen? Können wir erstmal den unsichtbaren Troll bekämpfen? Mir ist das irgendwie ein bisschen zu laut. Kannst du irgendwie leiser machen? Ja, musst du kurz einen Moment Geduld haben. Kannst du Pause machen? Nee, ich glaube weiter. Na toll. So, das kann ich leiser machen tatsächlich, aber ist für euch der Sound sonst in Ordnung? Mal so daher gefragt. Danke. Und weiter geht's. Oh, besser, ne? Jetzt ist mir zu leise. Darum läuft da einer unsichtbar durch die Gegend. Gaia? Game ist ein bisschen laut. Oh, okay. Una? Ton passt, würde ich sagen. Okay, dann mache ich das Game ein bisschen leiser. Dann muss ich uns aber wieder lauter machen, tatsächlich. Sonst ist es dir wahrscheinlich wirklich zu leise, ne? Tut mir leid. Tut mir leid, aber wenn ihr so besondere Ansprüche habt, kann ich da auch nichts für. So, jetzt habe ich das Spiel leiser gemacht und weiter geht's. Das dürft ihr mir ruhig sagen, weil ich höre das nicht, ne? Und ich habe auch nicht nebenbei meinen Stream laufen, deswegen. Ah.
Hat Naya. Naya! Ja, ich komm doch. Ist gut jetzt? Du bist lahm. Hey, Naya. Hey, Naya. Mehr von derer Beziehung erfahren wir auch nicht, außer hey, Naya. Na, you. Wow. Ah, what is going on? Ein Affenmensch. Ich glaube, die zeigt uns, wie es geht hier. Also, oh, wenn die bei uns einbrechen will, habe ich aber Angst. Wow, ja, pass auf, du. Ja, die hält aber auch kein Rollo auf. Die hält auch kein Rollo auf. Ja, Leute, erzählt mir mal bitte, ob ihr Rollos vor euren Fenstern habt. Da kommt jemand. Und ob ihr das für wichtig haltet, sowas zu haben. So eine Jalousie oder... Ach du Scheiße. Zwecks Einbrecher zum Beispiel. Was müssen wir jetzt hier machen? Ins Haus rein oder so? Auf jeden Fall woanders lang. Ja. Hier. So. Hinter die Dinger, schnell. Drück den Knopf. Wie geil. Jetzt geht's guck da. Boah, bummer der. Wo ist denn der jetzt? Lauf, komm. Ist der Ton jetzt besser? Ich hoffe. Warum wackelt das Bild? Das mag ich nicht. Das hat was mit Immersion zu tun. Immersion. Ja. Deswegen liebe ich dich so, weil du immer solche Fremdwörter... Du magst mich wie meine Fremdwörter? Okay. Auch. Oh, hier müssen wir jetzt ran. Ran da. Lass sie ran da, denn sie will ja. Bitte? Lass sie ran da, denn sie will ja. Das war auf Spanisch, glaube ich. So. Ja, was macht denn? Hä? Was soll ich denn jetzt wieder hier? Nee, wir kommen nirgendwo. Ich kenne nur Rollo, keine Rollos. Rolladen halt. Am Fenster. Zwecks Abdunklung. Und Einbruchschutz vielleicht. Müssen wir wieder eine. Mach mal mit. Wir haben Jalousien. Jalousien? Ja, Jalousien haben wir auch. Jalousien? Was ist jetzt Jalousien? Jalousien. Also Jalousien sind die Dinger, die wir hier haben. Plessiers nennen wir die. Plessiers? Ja. Plessiers finde ich geschrieben. Plessiers. Ja. Plissé. Nee, die werden nicht geschrieben, oder? Plissé. Auf jeden Fall das Gleiche. Geil. Und Jalousie schreibt man mit SCH wie Scheiße. Oh, FSK 18 steht nicht drunter, ne? Nein. Warum ist ein Jahr vergangen? Benehme ich mich wie Hempels am Sofa? Auf dem Sofa, also du weißt was. Kommt dieser Trottel wieder? Nee, doch nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie so. Also haben die Leute auch keine Rollos. Palla, hast du dann keine Angst vor Einbrechern? Oh! Oder wohnst du oben? Das Haus weggerissen. Ja, easy. Oh, auch kein Rollo. Run! Run! Schneller als so kann ja nicht los. Nee, das bin ich. Aber ohne Fehler. Oh, das nervt mit dem Wackeln und so. Aber jetzt stützt er. Geht mir auf die Augen. Ja, das stimmt. Warum ist der unsichtbar? Ich meine, ich weiß, es ist ein Fantasy-Game, aber man muss doch trotzdem mal ein bisschen die Realität hier hinterfragen. Das stimmt. Adobate. Naja, hört auf zu flirten. Guck mal, schon sind sie ein Pärchen. Oh. So schnell ging das bei uns eigentlich auch. Jetzt hat der Kleine noch keine. Ja, ja auch nicht mehr. Schon Schluss. So schnell kann es gehen, ne? Du hast Rollos bei dir im Zimmer, okay, alles klar. Und wer hat, also könnt ihr euch vorstellen, auch ohne Rollo zu leben, nur mit so Verdunklungsgeschichten? Ja, ne, also die Frage ist auch wegen Sicherheitsfaktoren, weil das Haus zum Beispiel keine Rollos. Und Rollos nachzurüsten wäre tatsächlich ganz schön aufwendig, denn es sind sehr viele Fenster in diesem Haus. Ja. Im Grunde ist das Haus Fenster. Ein Stück Wand und Tür. Ja. Oh, guck mal da, die Nordlichter im Hintergrund. Das ist ja wunderschön. Hat sie gelohnt, die Jungfrau zu retten, Sisse? So denken Männer, ne? Hey, hat sie auch gelohnt, YouTube zu machen. Du Schammer. So, geht weiter.
Die Leute kotzten schon im Strahl, glaube ich. Die haben schon abgeschaltet. Weil sie denken, nee, komm, geht gar nicht. Die gucken sich bei dir das ab. Was denkst du denn? Jetzt habt ihr ja hier fast das gesamte Spiel Brothers gesehen. Sagt mir noch mal eure Gedanken. Würde mich echt mal interessieren. So, ich meine, noch sind wir nicht ganz durch, ne? Aber wir gehen in die Richtung. Kann ich da hoch? Irgendwie ist das Gruselige hier drin. Ja, also Stimmung kann das Spiel, ne? Muss man mal sagen. Obwohl die Grafik noch verhältnismäßig eigen ist. Oh Gott, es kommt hier eine Spinne wahrscheinlich. Da, Oh, deine Perle, die ist ein was? Monster. Was, was, was? Hä? Ja, guck Hä? mal, das ist doch ein Affenmensch. Hast ja toll gemacht. Hast du die richtige ausgewählt? Ih, sie ist in Wirklichkeit eine Spinne. Oh mein Gott. Hat sich ja gelohnt, die Dame zu retten. Das sage ich auch. Was mit dir jetzt? Bist du auch eine Spinne? Das weißt du erst, ne? Eingewickelt hat Dann. sie mich schon. Also Moment, sie hat sich bei den Trollen an den Mast gehangen, damit sie von uns frei. Ach, deswegen konnte sie auch so springen und so. Ah, jetzt, das ist immerhin logisch. Aber sie hat sich da zu den Trollen begeben und wird gefangen genommen, damit sie uns jetzt fressen kann. Oh, wir müssen was machen. Hin und her wackeln. Ja. Oh, das ist ja bitter. Ja, die Trolle, die wussten, dass sie so eine Spinne ist wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So hexenmäßig wollten sie sie verbrennen, ne? Nein! Hau ab! Mistvieh! Die weggebummert. Bam! Muss auf sie raufspringen oder so bestimmt. Ja, reiß ihr die Beine raus. Boah! Hol mal sie weg! Oh, wa, 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 wa. Ah, da ist der Schatten. Ich sehe den Schatten, ich sehe den Schatten. Ich sehe den Schatten. Oh, da ist sie wieder. Nein! Hilf mir, hilf mir! Naja, naja. Wie, dir die Beine aufzureißen? Wie brutal Ein ist bisschen die? ekelhaft, ne? Manchmal ist dieses Spiel übelst brutal, kann das sein? Schon krass. Spannend, die Geschichte hier geworden. Ich Irre, kenne das irre nur mit der spannend. Fliege. Schnell, 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 schnell! Du Oh. kleine Fliege, wenn ich dich kriege, dann reiß ich dir das linke Beinchen auf. Ja, das haben wir auch gehört, die das Spiel gestaltet haben. Dann sollst du hinken auf einem Schinken und dann kommst du in das prima Bummer sie! Krankenhaus. Nee, du musst erst gefangen werden. Nee. Du willst mich erst hier Kennst du leiden das Lied sehen, ja? eigentlich, obwohl du Nein. nicht aus Bremen kommst? Nein. Echt nicht? Spinne Igitt, sag mal, und nein, die kenne ich nicht. Aber ich kenne sowieso auch keine Kinderlieder wirklich, um Das ist doch ehrlich kein zu Kinderlied, oder? Ich reiß dir das Beinchen auf. Klingt aber so. Oh, jetzt hat sie nur ein Bein. Jetzt machen wir sie fertig. Komm, hol mal sie weg. Hol mal sie weg. Wo weint sie jetzt? Muss mal aus dem Weg gehen, dass sie Anspruch nehmen kann. Ja, warum weint die wohl, ey? Die hat Aua. Ja, erst dann noch dicke Spinne machen und sowas. So, jetzt war's das, Fräulein. Jetzt ist eine Zecke. Jetzt ist Marlon findet es auch nicht Oh witzig. nein! Sie hat ihren Stachel reingewämst im letzten Moment. Ja, eigentlich verdient, ne? Ja, das gibt ihm jetzt volle Energie. Nee, das geistig mit ihm verbunden oder so. Leute, wie findet ihr Brothers? Ich stelle mal Fragen und keine Antwort. Eine Ja, da? die sehen die Spinne und denken, nee, die Nee, können wir nicht. das ist nicht so meins. sind seelisch miteinander verbunden. So wie Er hat wir. Angst. Und jetzt geht es ihm nicht gut. Jetzt braucht er auch ein Medikament. Ja. Toll. Jetzt musst du mir helfen. Oh. Ich finde das Spiel mega geil, Marlon. Ich finde das voll schön, Manuel, dass ich mit dir so Spiele spielen kann, die ich schon immer auf meiner Liste hatte. Ja. Genauso wie mit It Takes Two. Das wollte ich auch schon immer Ja. spielen. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Das hier wollte ich Oh. auch schon immer spielen. Ja. Und Und sie Unravel gehören wollte ich auch sogar schon immer zusammen, spielen. die Spiele. Unravel, ja. Unravel 2 habe ich jetzt zugegebenerweise schon durchgespielt. Ja gut, It Takes Two auch. Aber ich freue mich da sehr drauf, das wieder zu spielen, weil das, wie gesagt, eines meiner Herzensspiele ist. Auf jeden Fall. Und schön, dass wir es auch zusammen erleben können.
Und Unravel 1 können wir ja vielleicht abwechselnd oder sowas spielen, dann, wenn das ohne 2 ist. Weißt du? Vielleicht geht das ja auch. Oh, das ist der Weltenbaum. Da mussten wir hin, um ein Medikament zu finden. Oh, das ist gut. Dann kommen wir jetzt gerade rechtzeitig. Ich mag übrigens so ein kleines schräges Bild hier oben. Ich mag das auch, dass du die Franzi-Cappy auch hast und die Research-Cappy. Auch irgendwie ein bisschen Hunger. Ich auch so ein bisschen, ja. Ich habe heute nur langweilige Spaghetti bei uns. Ja, das füllt nicht aus, ne? Wenn nicht mindestens Dreck dabei ist, dann ist man nicht satt. Hier, der Dingens hatte ein Steak gehabt, der Faller. Oh, gemein. Steak und Mischgemüse und so. Die Kinder wollen gerne grillen, haben sie gesagt. Ja, das ist eine gute Idee. Ey, Marlon, ja, ich denke, wir nähern uns dem Ende des Spiels. Wir sind ja am Ziel angekommen. Und die Situation, die Schlinge zieht sich zu. Und wir sind, ja, also so viel wird nicht mehr passieren, denke ich. Bleib hier, ich kümmere mich. Lass mich zurück. Oh, jetzt ist your turn now. Okay, jetzt ist natürlich der zwei Spieler aufgehoben, ne? Ich kann nur sitzen und kaucheln. Franzi, rette mich! Mach ich! Halte durch! Oh nee. Der Weltenbaum ist voll schön. Oh nee, ich dachte, oder muss ich doch gleich springen? Nee, einfach laufen. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel würde mich jetzt auch reizen, das zu remaken, um einfach diese wunderschönen Bilder und Welten, die sie hier geschaffen haben, in schöner Grafik zu hüllen. Aber ich habe mir das Remake angeschaut. Die haben da nicht so viel rausgemacht. Okay. Also gerade in den Weltenbaum oder hier diese Eislandschaft oder weiß nicht, es gibt ja viele schöne Bilder in diesem Spiel tatsächlich. Und wenn man das jetzt richtig, richtig schön gemacht hätte, dann hätte mir das gefallen. Aber haben sie irgendwie nicht. Also was mich betrifft, wer das Original kennt, muss das Remake nicht spielen, glaube ich. So von meiner Einschätzung her. Weder grafisch noch spielerisch. Die Musik ist übrigens echt gut in dem Spiel. Gefällt mir echt gut. Die ist sehr passend. Tut mir leid, dass ich jetzt alleine spielen muss. Nee, nee. Bist in ein Vogelnest angekommen. Lieber weitergehen. Bin ich noch ausgebrütet. Da ist der heilige Brunnen. Warum geht es eigentlich immer in so Fantasy-Geschichten um die Weltenbäume? Man weiß es nicht, ne? Bäume haben ja auch schon was sehr Anmutiges, ne? Das stimmt. Da muss aber jetzt erst Wesley mit dem Tricorder kommen, bevor du da rankommst. Weißt du noch? Wasser. Das war eine Reise dafür, ein bisschen Wasser zu holen. Da hätte ich ein bisschen mehr gleich mitgenommen, ne? Ja gut, aber wenn er nur so eine Karaffe da hat, dann geht da nichts. Warum geht er denn auch los mit so wenig? Weil sie eigentlich was für den Papa holen wollen. Man muss halt nochmal hochklettern gleich. Huch! Huch! Pass auf den Kleinen auf und steuer ihn. Achso. Oh Gott, mir wird ganz dabei. Aber man merkt aber echt den Schriftzug von It Takes Two, ne? Weil das war ja zügig eigentlich. Das sollte ich. Oh. Das sieht nicht so gut aus. Der steht doch jetzt nicht. Also, mein Charakter steht doch jetzt nicht, oder? Es muss ja schon was Krasses passieren, dass alle das Spiel so hypen, ne? Oh nein. Er hat ein ordentliches Loch im Bauch. Er ist schon Deadlock. Oh. Das ist ein bisschen schockierend. Sagt uns das, dass die Finger weg von Frauen oder was? Unerwartet. Das sagt dir das jetzt. Das kommt jetzt wirklich unerwartet, weil man das Spiel ja auch wirklich zu zweit spielt. Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht, dass er stirbt. Ich hätte auch gedacht, die Frau stirbt, aber der ist tot, ja. Das war völlig giftmäßig mit Adern überzogen und so. Wow. Da habe ich wirklich nicht gerechnet. Und obwohl man die beiden kaum kennt, ist es irgendwie doch sehr tragisch jetzt, ne? Wenn man denkt, die Mama ist schon tot und Papa ist am Sterben.
Ja, es wäre doch schön, wenn man sich mal so verabschieden könnte, ne? Ja, die sind so ein bisschen mit der Geisterwelt irgendwie verbunden, ne? Da auch der Traum vorhin und so, das vielleicht so ein bisschen, dass die beiden irgendwie geisterweltmäßig mit der Familie verbunden sind. Hm. Oh, crazy. Es fängt am Grab an und hört am Grab auf, oder wie? Stimmt. Und jetzt musst du alleine den ganzen Weg zurückarbeiten. Klasse. Zurückspielen, ne? Boah, der Arme hebt das ganze Grab aus. Ich glaube, das Spiel ist gelaufen, ne? Also ich glaube, die Controller weglegen. Ich hab Hunger. Oh ne, es ist doch nicht... Okay, es geht weiter. Na toll. Also ich kann mich nicht mehr bewegen. Ist ja, dass ich das jetzt gerade irgendwie echt ein bisschen unschön finde. Ja, das, also das Spiel ist interessant, so ein bisschen, weil It Takes Two versetzt sich zwar auch in die beiden Figuren ganz stark rein, das, den Ansatz hat das Spiel auch, aber es macht es tatsächlich mit Trauer und mit Grausamkeit. Ne? Also alles, was in diesem Spiel, wo du reinversetzt wirst, ist entweder Trauer oder Grausamkeit tatsächlich. Ist ein Schriftzug, den ich jetzt von It Takes Two nicht so richtig kenne, außer dass es immersiv ist. Ja, das ist, das Spiel ist an vielerlei Stelle grausam, wo man denkt, boah, das, also kann man doch nicht machen. Kannst du keinem Kind zu spielen geben. Es sieht so aus, als ob man das eigentlich auch den kleinen Kindern zu spielen nehmen könnte, aber an einer gewissen Stelle schlägt das Spiel schlagartig um irgendwie, ne? Also ab der Mitte ungefähr wird es dann plötzlich extrem. Das ist generell eine Spielszene, wo ich behaupten würde, die kannst du kaum einen zeigen. Ich möchte das eigentlich auch gerade gar nicht sehen. Lass doch sonst immer alles weg, aber das ist ein bisschen zu intensiv, ne? Das ist jetzt ein bisschen makaber. Ja, makaber nicht, wir müssen ja begraben, was willst du denn machen? Ist ja tatsächlich realistisch, aber... Ja. Wenn man im Spiel... Hab ich noch nie in irgendeinem Spiel gemacht. Naja, ja, gut, es gibt ja auch so ein paar Gruselspiele und so, die tatsächlich realistische Dinge dich tun lassen. Und das ist ja das, wo man immer sagt, ja, ist das jetzt schlimmer als ein Horrorspiel? Ja, ist es. Es ist schlimmer, als wenn wir es jetzt nur gucken würden, weil das Spiel... sorgt ja auch dafür, dass du es jetzt machst. Du könntest es jetzt ja auch einfach nur als Szene sehen. Aber ja, das nein, besser. Du musst es tun. Und das verändert es. Das macht, lässt dich ganz anders fühlen, oder? Als wenn das jetzt nur gezeigt werden würde. Das sorgt jetzt aber nicht dafür, dass ich das Spiel besser finde, ne? Na, wie gesagt, das ist die große Diskussion tatsächlich. Auch bei Horrorspielen, ob die halt... ob das die Realität verändert, wenn man es guckt oder wenn man es spielt. Ne? Bei Horrorspielen kannst du, musst ja auch schon mal Dinge tun, die ganz extrem sind. Ne? Aber da im Weltenbaum ist doch ein schönes Grab. Das hat mir jetzt dazu beigetragen, dass ich das Spiel auf jeden Fall einmal und nie wieder spielen. Ja gut, nochmal spielen hatte ich eh nicht vorgehabt. Das hinterlässt auf jeden Fall Spuren, das Spiel, ne? Hä? Der war doch tot. Oder war er doch nicht tot? Die Adler kommen, wie bei Herr der Ringe am Ende. Oh. Oh. Ist er nicht allein? Oh, er wird getröstet. Also das Spiel jetzt am Ende so emotional intensiv wird, finde ich jetzt ganz schön crazy irgendwie. Das ist für mich sehr durchwachsen, das Spiel. Es ist halt irgendwie ein bisschen unfertig und irgendwie seiner Zeit, glaube ich, auch voraus. Aber irgendwie trotzdem nicht sehr gleichmäßig, finde ich. Oh, wenigstens wird er zurückgeflogen. Ja, aber du fliegst ihn zurück. Das kommt jetzt drauf an. Aber schöne Szenen, ey. Ich gucke mir aber echt mal, wenn das Remake raus ist. Da spielt ja auch jemand von euch das Remake. Sau, was sagst du? Spielst du das Remake? Der Elefant war ja wohl das Grausamste überhaupt. Der Elefant. Bei It Takes Two dem da. Bei It Takes Two, oh ja. Oh, das ist aber sehr ähnlich. Aber da hast du nur noch drüber gelacht. Hier hast du gerade überhaupt nichts zu lachen, wie ich gerade sehe. Das tut mir auch ein bisschen leid gerade. Aber, das mag ich einfach nicht. Ja, das, aber es schafft auch selten ein Spiel, dir ordentlich eins die Magengrube zu geben, ne? Es war ein langer Weg. Das war ein langer Weg. War es ja auch. Falla, ich gebe dir alles, steht, kommt wieder. Nur zu Bescheid, weil sorry, aber er gab sich jetzt nicht mehr.
Es war ja auch ein langer Weg, den wir gegangen sind an dieser Stelle. Ich hätte gerne mir gewünscht, dass man das irgendwie in dem Spiel vermutet hätte, aber das Spiel lässt gar nichts vermuten. Das wirft einen von einer Gameplay-Art in die nächste und ist nicht so richtig. Also man hat es nicht kommen sehen. Und Xao, bleib mal dran. Elefant, sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber ich finde das schön, dass er seinen Freund hat, der ihm geholfen hat, ihm Trost gespendet hat. Ich weiß noch nicht, warum er lebt, aber vielleicht ist es auch seine Freundin, Kind. War der denn tot? Der war tot, ja. Oder zumindest schwer verletzt. Die haben drum getrauert, auf jeden Fall. So, jetzt rettet er den Vater. Aber irgendwie will der Vater wahrscheinlich... Oder der Vater stirbt auch. Gar nicht gerettet werden, wenn der Sohn tot ist, ne? Meinst du? Meinst du, wird es noch grausamer? Wahrscheinlich sterben alle gleich. Also, es sterben einfach alle, du inklusive, und das Spiel war völlig sinnlos. Wäre auch was. Ja, der Elefant, also ich habe also tatsächlich auch, ich habe es ja mit Franzian auch nochmal gespielt, kannst gerne auf meinem Let's Play-Kanal, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich hau den jetzt nochmal raus, frech wie ich bin. Da findest du das gesamte Gameplay von unserem Kanal und da haben wir auch Platin gemacht übrigens, gibt es extra eine Platin-Episode. Und wir haben zusammen eine Platin-Live gemacht, das finde ich voll schön. Und deine Platin in Stray haben wir auch gemacht. Boah, das war ein Speedrun, sag ich euch. Das war ein Speedrun, ja. Genau, auf jeden Fall. Ich muss mir jedes Mal 5 Tränen verdrücken bei dem Elefanten, weil er dich ja anfleht, ihn nicht weiter zu... es ist ja eine Folter auch eigentlich. Und er ist das liebste Geschöpf im gesamten Spiel. Und wir spielen ihm richtig, ne, richtig böse mit. Das hat Franzi tatsächlich irgendwie ganz witzig gefunden alles. Mir geht das jedes Mal richtig ans Herz. Richtig schlimm ans Herz. Und ja, von daher, das ist die Mama. Finde ich gut, nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sowas nimmt eine Mutter mit, egal ob es Life is Strange, It Takes Two, Detroit Become Human. Also alle David Cage-Spiele. Wer ist David Cage? Oder auch ein Last of Us, nehmen einen mit. Und es ist ja immer ein gutes Zeichen für Immersion. Ja, ja, auf jeden Fall. Also du wirst das Spiel nicht mehr vergessen, glaube ich. Ich auch nicht. Mit dem Twist. Immer löst sich in Luft auf. Aber in den Segen, überall regnet es, nur da nicht, wo er ist. Das stimmt. Das ist aber, glaube ich, ein Grafikproblem. Egal. Was ist jetzt los? Selbstmord? Nein! Nee, er will nicht. Das ist schon jetzt auch endgültig. Wenn das Kind sich jetzt umgebracht hätte, sich ertränkt hätte... Hä? Warum soll ich denn lang? Zurück hält er auch nicht. Das hätte mich jetzt gekillt. Ich glaub, zurück ist nicht gewollt. Was denn? Mach mal deine A-Taste, dann weißt du, wo du lang musst. Nee, zurück ist nicht A-Taste? Gewollt. A-Taste? Mach doch mal. Nein, nein. Bla bla. Du bist schockiert, ja, Marlon, du. Er hat keine AI mehr. Das ist auch. Ja, du. Das ist auch hier FSK 18 eigentlich, würde ich sagen. Ne? Also thematisch ist das hier echt arg. Er kann ja gar nicht schwimmen. Kann ja gar nicht ins Wasser. Wo soll ich denn lang? Ich weiß es nicht. David Cage, Heavy Rain, Detroit Beyond Two Souls. Ach so, cool. Krass. Mein Verstand sagt mir, ich muss da oben hoch. Ja, ja. Aber du kannst ja nicht schwimmen. Kannst du A drücken? Nee. Darf ich mal probieren? Jetzt hier nicht enden. Wenn ich A drücke, weint er. Er sagt immer nein. Hä? Aber das Spiel hatte ich auch ins Wasser geschickt, oder? Gerade, also. Kannst du mal vielleicht kurz suchen. Vielen Dank für den Lurksau. Komm gleich nochmal wieder. Ich möchte gleich den Elefanten nochmal kurz thematisieren. Ich habe dir was Schönes zu zeigen. Was du vielleicht noch nicht gesehen hast. Okay, er will nichts Wasser, also macht er nicht. Werbung. Ich verstehe jetzt immer nicht, was man sowas nicht selbst rausfindet. Ja, da ist auch nichts, wo man, was man als Boot oder so nutzen könnte. Nee.
und dass er nicht schwimmen kann. Also wäre jetzt hier wirklich die perfekte Selbstmordszene. Aber da er nicht schwimmen kann, gehe ich jetzt davon aus, dass er hier nichts macht. Xau, kommst du dann nochmal wieder? Ja, ne? Außerdem macht das Ausrufezeichen Lurch, ne? Lurch ist das Ziel. Was hat seine Mama ihm denn gesagt? Ich weiß auch nicht. Wir müssen das mal recherchieren. Das ist dunkel. So dunkel, dass man gar nichts erkennt. Und auf dem iPhone kann man wieder überhaupt nichts. Und oben runterwischen. Trotzdem so dunkel. Ah, da. Wo geht er denn hin? Hä? Er schwimmt da lang. Er kann aber nicht schwimmen. Er sagt nein und er kann ja nicht schwimmen. Aber der ist da reingegangen und dann getaucht. Hier einfach, oder was? Das ist jetzt gerade ein bisschen suboptimal alles, ne? War das auch das neue oder das alte Spiel, das du jetzt Das geguckt hast? neue. Dann guck mal wieder das alte. Wie soll ich das denn jetzt sehen? Ja, nicht Remake halt. Ich habe gar nicht nach Remake gesucht. Ist er an irgendeine bestimmte Stelle gegangen oder so? Nö. Da, wo du jetzt stehst. Macht ja auch Sinn. Also, dass er jetzt seine Angst vielleicht überwinden muss und noch schwimmen lernen muss, irgendwie. Ja, der schwimmt hier sogar durch das Wasser. Richtig. Das ist gerade echt ätzend. Tut mir leid, Leute. Aber irgendwie, Spielsteuerung lässt mich hier nichts anderes machen. Er wird weint nur. Ich benutze jetzt so die anderen Tasten. Okay, ich kann hier die Kamera drehen. Passiert auch nichts. Mehr Tasten haben wir auch nicht mehr. So, hier ist der Old Game. Toll. Guck da aufs Meer. Er sagt ein paar Mal nein und dann macht das, oder wie? Sieht so aus, ne? Ich versuch's mal. Aber er sagt die ganze Zeit nein. Es ist so ätzend. Kann ich nicht sein. Muss ich an eine bestimmte Stelle oder was soll das? Jetzt mache ich mal wieder. Ich suche mal inzwischen das Video raus und dann gucken wir uns das Ende einfach an. Nein! Boah! Alter, Welches wer Arschloch war kommt? das? Faller! Keine Clips. Das war hilfreich. Vielen Dank für die Biddies. Kostet mittlerweile was, uns zu ärgern. Brothers. A Tale of Two Sons. Finale. Playthrough. Es hilft ja auch irgendwie nicht, ganz zurück zu sein oder labert jemand, das ist noch schlimmer.
Das ist blöd. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ein Bug. Das wirkt so wie ein Bug, ähnlich wie mit einem blöden Zahnrad, ne? Er geht neben diesen Steinhaufen ins Wasser. Und dann schwimmt er. Der schwimmt nach rechts weg. Nach da. Oder nee, tut er nicht, aber er geht neben diesen Steinhaufen. Also Hier, ne? ruhig ins Wasser und dann daneben laufen. Also ruhig da genau. Und dann guckt er da. Also dann fängt er an zu schwimmen mit A wahrscheinlich. Kann nicht sein. Geht nicht. Wow. Oh, Manuel. Manuel musste drücken. Ich muss als Geist quasi dir die Fähigkeit geben, die ich habe. Oh Dabei wäre es Mann, im das war Leben jetzt. nicht drauf Aber dadurch, gekommen. dass wir rätseln mussten, war das jetzt crazy, das Erlebnis, muss ich sagen. Ich bin immer noch da, nur als Geist. Das finde ich jetzt auch wieder ein bisschen, naja, Das passt zu Unsinn. der Geschichte, weil wir die ganze Zeit seelisch verbunden sind. Oh, das war gut. Das war Hilf mir hier. ein Move. Bin da. Das war richtig gut. Das erfreut mich jetzt gerade. Das Mich finde nervt es. Fast hätten wir ich. spielen können. Ja, aber wir sind dran geblieben, weil wir es wollten. Hilf mir. Ich drücke. Du kannst. Hilf. Das ist die Lösung. Also ich musste mitspielen. Das war der Clou. Ich bin immer noch da. Das erfreut mich jetzt. Auch, dass wir es rausgefunden haben. Das war meine Intuition jetzt gerade. Da muss er eigentlich dauer im Tisch liegen. Das habe ich gar nicht gebraucht. Aber gut. Glas Wasser. Hauptsache, wir haben schöne Wasserquellen. Ja. Das stirbt aber nicht auch noch, oder? Spannend. Jetzt das Rätselslösung. Die schöne Franzelda-Tasse. Der wird jetzt nicht auch noch tot sein, oder? Wer jetzt der Der Vater? Kleine. Nee. Der Vater wäre hoffentlich noch leben. Wäre die ganze Reise umsonst gewesen. Das wäre ja schlimm, wenn der Vater jetzt auch noch stirbt. Hätte es gar nichts gebracht. Ragnar ist wieder da! Ragnar, wo warst du denn, um Gottes Willen? Wir haben hier stundenlang über dich gelästert und du warst nicht da. Ja, das ist doch irgendwie, ne? Sag mal was. Nee, ich bin gar nicht da. Aber du hast überlebt, du bist zu Hause angekommen. Schön, dass du wieder da bist, Ragnar. Ragnar, du hast das Schlimmste verpasst. Sei froh. Oh, das Sch wirklich Schlimmste. Also das Spiel war am Ende sehr schockierend. Schau dir gerne VOD bzw. das YouTube-Video an, wenn es denn raus ist. Dauert noch eine Weile, weil über eine Woche gebe ich ja Twitch immer. Aber das vorläufige Ende der Geschichte ist krass. Also es hat einen Grund, warum Franzi jetzt alleine unterwegs ist. Ja, Steady. Oh, Daddy lebt noch. Da sind so schöne Kulissen, ne? Die hätte man so schön aufarbeiten können. Ich gucke mir mal das andere Brothers an. Ich bin mal gespannt, wie das geworden ist. Aber das sah mir nicht so krass aus. Und jetzt haben wir zwei Gräber. Was essen und telefonieren? Okay. Du führst ja mal Telefonate. Crazy shit. Mit über den großen See. Was? Wenn man großen See telefoniert? Verstehst du das? Nach Amerika? Jetzt stehe ich zumindest nicht mehr alleine hier, ne?
Papa ist gesund. Und jetzt können wir über den Bruder und die Frau trauern. Das ist auch nicht das beste Ende, ne? Sau ist auch wieder da zum traurigen Abschluss. Willkommen zurück. Wir streamen neu auf dem rechten Bildschirm angehabt, nur auf 1% Lautstärke. Das ist voll lieb, Ragnar. Dankeschön für deinen Lurk. Ja, ne? Mit der guten Laune gehen wir jetzt ins Wochenende. Toll. Ja, ich meine, ist ja auch scheiße. Dein Sohn ist gestorben, damit du lebst. Wenn er jetzt noch Hasenöhrchen hätte und die Bunny Show tanzen würde, dann wäre gut. Das ist wirklich das Ende, oder? Boah, ey. Hazelight, was habt ihr uns da aufgetischt? Oh, ein Lichtschimmer. Als letztes Bild. Das ist der Lauf der Dinge laut Hazelight. Crazy! Also, ich muss mir überlegen, ob ich ein Review-Video zu dem Spiel mache. Also es ist auf jeden Fall ein sehr unfertiges Spiel, glaube ich, von einer sehr neuen Firma. Ich glaube, die Firma, die später Textur halt auch gemacht hat, die hat sich ausprobiert komplett. Ja. Das Spiel hat echt gute Ansätze. Also ich muss mich wundern, dass das Remake 1:1 gemacht wurde. Also ich habe nachgeschaut, ja. Das Remake ist ein 1:1 Remake. Also es wurde nur grafisch aufgehübscht und es wurde leicht spielerisch verändert. Mhm. Aber das Remake ist 1:1. Und ich muss sagen, ich hätte diesen Kern genommen. Das ist für mich ein roher Kern, aus dem man nichts Richtiges gemacht hat. Und ich hätte diesen Kern genommen und hätte daraus eine richtige Geschichte gewebt und das Spiel rund gemacht. Auch spielzeitmäßig, das ist ja keine Spielzeit gewesen. Das stimmt. Und hätte irgendwie die Geschichte ein bisschen aufgewertet, weil, ja, okay, es geht hier um Verlust, es geht um Familie, es geht um geistige Verbindungen irgendwie. Das ist ein schöner Kern, es geht um den Lauf der Dinge, so, das ist so die Grundidee davon, aber es ist nicht, für mich ist das nicht ausgereift, was wir da jetzt erlebt haben. Auch spielerisch war das sehr durcheinander. So. Also überhaupt kein Halbspiel. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich verstehe das nicht, weil jeder ja davon geredet hat und ja, es schon irgendwie ein Hype-Spiel war, ne? Ja gut, aber es war halt auch Nummer 2000, was war das, 6 oder so? Da gab es diese ganzen Last of Us, Life is Strange, diese ganzen Sachen gab es da noch nicht, ne? Und dann ist das hier natürlich schon ein Kracher, weil es das in der Spielwelt so noch nicht gab. Sau sagt, die hatten gar nichts damit zu tun, die Macher davon. Doch, stand aber, also hat irgendeiner gesagt, ich hatte ja auch im Artikel gelesen, dass das der Vorläufer. Vielleicht sind die Mitarbeiter dieser Firma später zu Hazelight gegangen, kann ja auch sein, aber es gilt als Vorläufer von It Takes Two. Habe ich mehrfach in mehreren Reviews auch gesehen und gelesen und überhaupt. Also, naja. Die hängen damit zusammen zumindest. Also es hat mir definitiv für ein Walkthrough gereicht und eigentlich, also ich wollte immer wissen, was Brothers ist. Aber jetzt, wo ich weiß, bin ich nicht erfreut darüber. A Tale of Two Sons, which ends with one son. Ja, was soll ich sagen? Also, schön ist, gespielt zu haben einfach. Und das erlebt zu haben so. Vielleicht auch den Spuren von It Takes Two, wie gesagt. Aber, ja. Ich würde das Remake im Leben nicht spielen. Nee. Das war echt traurig. Das war auch wirklich traurig und wirklich anstrengend, muss ich auch sagen. Also, ja. Ich musste den auch noch begraben, ja, Leute. Es war tatsächlich ein sehr, genau, Faller. Wenn das nicht der richtige Track ist, so ging es uns auch. Muss ich jetzt trösten. Ich hatte den extra ausgesucht, damit ich Franzi heute Abend trösten kann. Das war schlau von dir. Ja, ne? Cappies verhindern Kuscheln. Also ich muss dafür ein entsprechendes Video machen. So, Xau, du bist ja noch da, ne? Jetzt muss ich erstmal hier die Taste finden. So. Jetzt mache ich euch wieder ein bisschen Musik an. Auch so. Xau, du bist noch da, ne? Und also schlag nochmal nach. Ich habe auch immer mehrere Reviews gelesen und gesehen. Es hat wohl was mit der Textur zu tun. Ich hole jetzt was aus dem Schrank. So, Moment. Nee, gar nicht aus dem Schrank. Steht auf dem Schrank. Ich glaube, ich kann das genauso schön flöten. Genauso schön kann ich es vielleicht auch flöten.
So, pass auf, wir haben über It Takes Two geredet, das Spiel haben wir wieder durchgespielt auf dem Zweitkanal und ich habe ein besonderes Sammlerstück hier, was erst tatsächlich letztes Jahr rauskam, obwohl It Takes Two schon älter ist. Und das ist original aus It Takes Two. Wir haben ihm ein Zuhause gegeben, den kleinen Elefanten. Und ich habe nur einmal versehentlich, nee, gar nicht, im Stream habe ich euch einmal gezeigt, wie es funktioniert. Und ich zeige es euch jetzt auch nochmal. Ja, Nein, also man kann mach theoretisch. das Ohr abnehmen. Also auch nur das Ohr, was im Spiel abgenommen werden kann. Das Ohr geht nicht. So. Ich mache es ja natürlich wieder dran. Ist ganz ordentlich. Also normalerweise machen wir es nicht. Und das Gleiche betrifft das Bein. Wie im Spiel. Sehr, sehr Es heftig. ist irgendwie witzig, dass diese Figur so gebaut wurde, dass man eben das machen kann. Ja, wir haben es nur im Stream gemacht und einmal so. Ich gucke mich nicht so böse an. Boah, weißt du was? Den nehme ich mal mit in den Kindergarten und reiße morgenkreis dem Elefanten das Ohr ab. Den hier. So, ich nehme das Spielzeug jetzt weg. Heftig. Also, Original It Takes Two Merch war schweineteuer tatsächlich, weil aus UK hergebracht, aber ich war es diesem Elefanten schuldig, ihm ein schönes Zuhause zu geben. Und mir jetzt wieder ja, aber trotzdem schönes Sammlerstück. Vielleicht muss ich mal, vielleicht macht ihr mal einen Clip davon, dann kann ich den einspielen. Vielleicht ist es dann besser. Oh, ich hab ihn falsch rum wieder dran gemacht. Oh. Hallo übrigens, Freezer83, schön, dass du reinschaust. Freezer 83? Wo ist der Freezer 83? Da, F früher. Freeze 83. Freeze, achso, ist gar kein A, so weit.